Entlassung allerdings in der zweiten Liga. Absteiger Arminia Bielefeld feuert Ernst Middendorp. Die Entscheidung fiel in der vergangenen Nacht. Claudio Luciani berichtet. Über 4 Jahre bestimmte Ernst Middendorp die Geschicke bei Arminia Bielefeld. Jetzt muss er gehen. Die Gründe. Ich glaube, die Unruhe im Umfeld ist so stark geworden, dass der Vorstand einfach agieren musste. Wir haben einfach Angst, dass die Unruhe von den Rängen auf das Spielfeld, auf den grünen Rasen überschwappt und die Mannschaft weiter verunsichert wird. Des Weiteren hat ganz einfach die gegenwärtige Spielweise zu sehr an das Abstiegsjahr aus der ersten Liga erinnert. Es ist Stillstand im Mannschaftsspiel festzustellen. Vorerst wird Teammanager Thomas van Heesen das Training übernehmen. Der war zusammen mit Manager Lamp gegen Middendorps Entlassung. Besonders begeistert über die neueste Entwicklung ist er nicht. Wenn man darauf Wert legt, dass ich nicht mehr hier arbeiten solle, dann muss man mir das mitteilen. Aber es ist niemand auf mich zugekommen. Insofern denke ich schon, dass ich hier weiter arbeite. Ob Manager Rüdiger Lamm weiter im Amt bleibt, ist fraglich. 72 Stunden Bedenkzeit hat er sich erbeten, dann will er sich äußern. Jetzt ist bei Arminia Bielefeld. Sie haben das vielleicht mitbekommen. Trainer Middendorp ist nicht mehr Coach bei Arminia Bielefeld. Und Christian Zenz hat mal so ein bisschen die Hintergründe dieser ersten Trainerentlassung dieser Saison erforscht. Es war nicht das erste Mal, dass Ernst Middendorp in die Kritik gerät. Sportlich, so wie nach dem 2:6 Debakel in Ulm. Da hatte der spannungsgeladene Coach schon andere Situationen überstanden, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Doch gestern Abend gegen 23 Uhr, lange nach dem mageren 1:0-Sieg gegen Mainz, stand fest, der 40-jährige Fußballlehrer wird beurlaubt. Ich möchte Sie offiziell davon in Kenntnis setzen, dass der DSC Arminia Bielefeld seinen Trainer Ernst Middendorp mit sofortiger Wirkung beurlaubt hat. Wir meinen aber, jetzt zu dieser Zeit einen Wechsel vornehmen zu müssen, im Interesse des Vereines, in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsrat, weil wir Stillstand im Mannschaftsspiel in der Struktur der Mannschaft festgestellt haben und uns die Spielweise der Mannschaft, die gegenwärtige Spielweise der Mannschaft zu sehr an die Spiele der Rückserie in der ersten Liga erinnern. Die Entscheidung der Vereinsführung fiel gegen den Willen von Manager, Teammanager und Mannschaftsrat aus. Ja, es war ein unheimlich enges Verhältnis zwischen Herrn Middendorp und meiner Person. Wir haben uns zwar immer weiter gesiezt, aber wir konnten uns aufeinander verlassen. Und von daher wird es zunächst einmal schwer sein, sich überhaupt an jemand anders zu gewöhnen. Aber ich glaube, die Praxis in der Bundesliga ist ein Alltagsgeschäft scheinbar doch. Ich hatte eigentlich gehofft, man als Wirtschaftsunternehmen mehr führen zu können mit Loyalität, mit langfristigen Mitarbeitern. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Gemeinsam mit Middendorp hatte Rüdiger Lamm die Arminia vor 4 Jahren übernommen und auf direktem Weg in die Bundesliga geführt. Nach dem Abstieg vergangene Saison war man zuversichtlich, wieder direkt aufzusteigen. Doch das Bündnis Middendorp-Lamm wurde gesprengt. Es stellt sich die Frage, ob der Manager nun alleine weitermacht. Das hat den Manager mit Sicherheit getroffen. Nur von Vereinsseite haben wir einfach die Notwendigkeit gesehen, jetzt zu handeln. Ich glaube, dass dieser Schritt auch richtig war. Und die Antwort letztlich kann nur Rüdiger Lamm geben. Verwaltungsrat, Vorstand haben eine turnusmäßige Sitzung am nächsten Donnerstag und da ist eben für mich jetzt an erster Stelle auf der Tagesordnung nicht mehr unbedingt, wie geht es mit dem Stadionbau weiter, sondern wie sieht die Konzeption von Arminia Bielefeld aus. Meine Vision ist es eben, so schnell wie möglich aus dem Verein eine GmbH zu machen, damit solche Entscheidungen auch nicht ad hoc, so wie gestern Abend, getroffen werden, dass zum Beispiel eher etwas in der Zeitung steht, als die Betroffenen informiert sind. Die Arminia braucht also einen neuen Trainer. Noch wurde mit niemandem verhandelt. Bis Donnerstag entscheidet sich aber auch, ob sie einen neuen Manager braucht. Viel bleibt da nicht zu sagen. Das Schlusswort hat der Präsident. Ich sage Ernst Middendorp herzlichen Dank.